Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einem kleinen Echo. Ich weiß es nicht, wie es hier von der Terrasse in Cairo City, Los Angeles vom Ton ist. Echo kommt so ein bisschen. Ich hoffe, es geht, weil ich bin hier in einer Box. Diese Box hat hinter mir Apple und dann haben wir ein bisschen View in die Richtung. Hier sind viele Studios, hier ist Sony Entertainment, hier ist dann auch natürlich Apple Studios und so weiter. Also hier in Culver City, in The Shay, natürlich Hyatt Collection Hotel, also was heißt das nochmal, Destinations oder sowas, glaube ich, ist die Kette. Habe ich für euch eine frisch gepresste Folge am heutigen Ostersonntag. Für euch erstmal sonnige Grüße ohne Sonne und die frisch gepresste Folge hat die Themen zum Beispiel Air India. Da gibt es ein Problem mit betrunkenen Piloten. Einer ist gerade wieder aus dem Verkehr gezogen worden. Wir haben Air Dolomiti, eine Strategie neben der ITA. Das heißt also, dass man mit der ITA dort nicht weiterkommt. Air Dolomiti dann versucht ein bisschen zu pimpen auf 25 Flugzeuge dieses Jahr. Wir haben dann auch Emirates First Class Strecken. Und was wir auch haben, natürlich haben wir ein Thema Lufthansa Allegris. Lange nichts mehr von der Business Class gehört und von Frankfurt. Soll es da dieses Jahr losgehen oder klappt das eventuell doch nicht? Und ich habe euch alle Themen gesagt, oder? Ja, nee, Tipping Culture. Tipping Culture in den USA, das ist mir hier jetzt in den über 2 Wochen, die ich hier wieder war, heute geht es ja zurück wieder nach Europa, aufgefallen, ist eine Seuche. Aber lasst uns das besprechen, nachdem wir auch besprochen haben, was Hotels wieder mit irgendwelchen Junk-Fees aufgekommen sind. Came up with, wollte ich schon sagen. Also insofern, reiche Themenauswahl am Ostersonntag. Ihr könnt den Kanal natürlich wie immer als Geschenk für mich abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, alles kostenfrei. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, denkt an die Kanalmitgliedschaft oder hier, da ist es. An die Rufnummer da, wenn ihr Fragen habt zu Kreditkarten, amerikanische Kreditkarten, zu Meilen, zu Punkten, zu Status, egal welche Art, schickt mir eine WhatsApp-Nachricht. Ich bin more than happy to answer your questions, oder wie es auf Deutsch heißt. Ich bin freudig erregt, wenn ich eure Fragen beantworte. Das erste Thema, was wir heute haben, ist Air India und das ist ein trauriges Thema, weil es kann ja nicht wahr sein, dass man bei Air India Spotchecks macht und dann Piloten findet, die dann besoffen fliegen, um es mal ganz brutal zu sagen. Und zwar ist es jetzt so gewesen, dass jemand als Kapitän einen Flug durchgeführt hat von Phuket nach Delhi und Spotcheck heißt, dass man einfach so wie die Polizei die Straße absperrt und dann irgendwie willkürlich guckt, wer kommt. Und genauso ist das auch. Man geht dann irgendwie zu einem Gate, guckt dann und macht dann den Blasemann. Und da beim Blasen ist es so, dass der Kollege ein Problem hatte. Was ich auch interessant finde, ist, wenn man sich das anguckt, dass wenn man diesen Test gemacht hat und diese Tests halt wirklich mal flächendeckend durchgeführt werden, wie viele Leute da wirklich reinfallen würden und durchfallen würden, weil, festhalten, man hat bei diesen zufälligen Tests 33 Piloten, 97 Kabinen- oder Besatzungsmitglieder gefunden, die alkoholisiert ihren Dienst verrichtet haben und das war nur in den ersten 6 Monaten 2023. Andere Zahlen gibt es leider im Moment nicht. Und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, das geht nicht, das ist ein Problem. Und da muss man dann halt wirklich auch mal gucken, wie man so ein Problem löst. Ich bin da also absolut, flabbergasted ist das englische Wort, aber ihr wisst, geschockt eigentlich. Auch solche Sachen, ich bin ja öfters in Crew-Hotels, wo ich absteige, British Airways Crews, ich will nicht sagen, dass sie berühmt-berüchtigt sind, aber nichtsdestotrotz, die setzen die Messlatte manchmal sehr hoch. Die haben da irgendwelche Orgien auf dem Zimmer, die laufen halb nackt oder sogar nackt auf dem Hotelflur rum. Also da gibt es einige Dinge, die Crews machen, aber das geht schon gar nicht. Also das, wenn sie da Themen machen, die nicht sicherheitsrelevant sind im Layover. Okay, na, aber besoffen fliegen oder Alkoholspielchen oder sowas. 12 Stunden vorher ist Saufen verboten, so einfach ist das. Und wenn man so viel trinkt und man weiß, dass man es nicht schafft, dann ist da Schluss mit lustig. Da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare und was da passiert. Also ich denke mal, ein Thema mit Handlungsbedarf und wahrscheinlich nicht nur bei Air India. Wer Handlungsbedarf hat, das ist die Lufthansa und zwar bei der ITA. Die EU macht ja immer noch
da Stress und macht da immer noch Probleme und Maläste. Und deshalb sagt man, hey, wir wachsen mit der E-Dolomiti weiter. Das wollten sie ja eh machen, um die E-Dolomiti so ein bisschen als Zubringer dezentral zu haben. Das ist ja jetzt die Lufthansa-Strategie. Hab irgendwie einen Legacy-Carrier und dann irgendwie so ein Pseudo-Billig-Flieger ab irgendwo anders, dezentral. Und jetzt ist es so, dass man natürlich die Flotte 2024 ausbauen möchte auf 25 Flugzeuge. Im Moment sind es 22 Flugzeuge. Man hat 17 Embraer 175 mit 195 Sitzen, klar E195, ne? Und dann logischerweise 190er, da ist es aber nicht 190 Sitze, es sind nur 108 Sitze. Und jetzt kommt dann noch einmal ein Zuwachs, das ist die Delta Alpha Echo Charlie Alpha, die ist glaube ich bei der Cityline geflogen oder sowas und die fliegt jetzt weiter als India Juliet Echo November Charlie für die Air Dolomiti. Und die weiteren drei Flugzeuge sind auch schon eingetaktet, also da geht das richtig ab. Und Lufthansa hatte auch zuletzt Embraer E2 oder 220er bei Air Dolomiti gesehen als Flugzeuge, die man da nimmt. Ich persönlich wäre ja froh, wenn sie Airbus A220er nehmen, weil ich finde die besser als die Embraers. Aber das ist meine Privatmeinung. Ihr könnt ja mal 195, habe ich 175 Sitze? 195, 195 Sitze? Ich bin bekloppt. 122 Sitze. Ihr merkt, der Regen setzt mir hier zu und mein Packen und alles. Also, Konzentration, Herr Korsten, jetzt an dieser Stelle. Also, mehr Kulpa, 195er hat nur 122 Sitze. Ach, am frühen Sonntagmorgen. Hier ist es 7.42 Uhr. Ich hoffe, ihr seid über die Zeitverschiebung gut hinweggekommen. Lasst uns mit dem nächsten Thema weitermachen. Genug der Worte verloren, dass ich hier verwirrt bin. Und zwar Emirates. Und zwar Emirates hat ja eine neue First Class. Und diese First Class hatte ich gestern für einen Kunden First Class Plätze gesucht. Und er wollte explizit mit der neuen First Class fliegen. Und dann habe ich mich mit dem Thema natürlich mal beschäftigt und geguckt, wo es First Class Strecken gibt. Und es gibt im Prinzip, wenn man sagt, die haben 250 Flugzeuge, nur eine Handvoll von Flugzeugen, die neue First Class haben. Und es gibt nur 9 Flugzeuge, die diese neue First Class haben. Also da muss man wirklich sagen, ja, das ist ein Problem. Und es gibt nur 777s. Also es hat kein A380er, die neue Kabine. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber dafür hat die 380er halt die Dusche. Und wenn ihr ein Flugzeug seht mit der Endung Quebec Hotel, Quebec India, Quebec Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar oder Papa, dann wisst ihr, dass es diese neue First Class hat. Ihr erkennt das übrigens auch an dem Seatmaps, weil die Seatmap ist 111. Das heißt also, es gibt in der ersten Reihe 1 Alpha, Echo und Kilo. In der zweiten Reihe 2 Alpha, Foxtrot und Kilo. Ansonsten gäbe es nämlich 4 in einer Reihe. Das ist so der Unterschied, wo man das erkennen kann. Und natürlich ist es so, dass man natürlich bei Emirates neue Pläne hat, die neuen Flugzeuge damit zusammenzulassen, aber natürlich auch alte vielleicht zu rekonfigurieren. Ich bin mal gespannt, ob da was passiert, wenn die das zum Beispiel mit einer Premium Economy ausstatten, wenn das Flugzeug eh am Boden ist. Aber bei Emirates weiß man ja immer nie so genau, ob sie da was machen oder nicht, weil sie halt eigentlich die Flugzeuge nicht lange fliegen wollen, nur so als Hinweis. Wenn ihr fragt, wie der Kollege dann einen gebucht hat, ich konnte es ihm leider nicht versprechen, weil die Flugzeuge halt rotierend eingesetzt werden bei 250 Flugzeugen, wenn ihr das wisst. Aber er hat seine Amex-Punkte gut von seiner amerikanischen American Express rübergewuchtet und vor allem auch hat er die deutschen Punkte nach Amerika transferiert, also da auch nochmal einen Bonus für rausgeholt. Und im Gegensatz zu Deutschland gibt es Amerika 1:1 und nicht irgendwie, was, 5:4 oder 3:2, schreibt es mir in die Kommentare rein. Wir haben jetzt Curation Fee. Jetzt sagt ihr, Curation Fee, was soll das denn sein? Es gibt Resort Fee, Destination Fee, Whatever Fee und genauso wie ich im Ritz-Carlton Ranch & Mirage gestern pro Tag $50 Resort Fee gezahlt habe. Die ist nicht wie bei Hyatt einfach, wenn man als Globalist da übernachtet, gewaved, sondern man muss mal zahlen, dann kommen noch Steuern drauf. Dann waren das 56,25. Das heißt also, ich bezahle 56,25 Cent, $56,25 für eine Nacht, ich war mehrere Nächte da,
Also pro Nacht plus $50 Valet. Das heißt also, du bezahlst für eine kostenlose Nacht einfach mal schlanke $100. Einfach for nothing. Ja? Du kannst das Auto nicht selbst parken und du bist da in the middle of fucking nowhere auf dem Berg und du musst das dann bezahlen. Und dazu kommen dann auch noch Tipps, aber das ist dann das zweite Thema, was ich habe. Und jetzt kommt ein New Yorker Hotel und die sagen, sie nennen das Ganze Curation Fee. Ja, man kommt halt dann mit fancy Namen an. Man muss natürlich sagen, die beiden Administrationen hier, die haben ja noch ein bisschen zu laufen, aber nicht mehr lange. Die sind ja auch bald durch, wiedergewählt vielleicht. Und der Buttigieg hat gesagt, wir wollen diese ganzen Fees killen, aber das passiert irgendwie nicht. Und jetzt, ich habe es schon mal gesagt, warum machen die Hotels das? Die machen das einfach deshalb, weil man, wenn man zum Beispiel sagt, das Hotelzimmer kostet $130, dann ist man bei Kayak, Expedia oder wie sie alle heißen, relativ hoch gelistet. Und dann kommen dann zusätzliche Fees dazu. Und das ist halt das Problem. Und andere Sache ist, man braucht übrigens für dieses Geld keine Prozente an Corporate zu zahlen. Das heißt also, wenn das Hotel zum Beispiel das Ritz-Carlton, muss einen bestimmten Prozentsatz vom Umsatz an Marriott überweisen. Genauso muss man das ja machen, wenn man bei Expedia was macht. Da muss man ja auch einen gewissen Prozentsatz machen. Wenn man aber anstatt $130 dann am Ende dem Gast $160 aus der Tasche zieht, sind das 30, die man halt nicht macht. Und daran seht ihr halt, wie man solche Sachen finanziert und was der Grund ist. Aber ich finde es im Rahmen der Preisklarheit, der Preiswahrheit nicht in Ordnung. Und interessant ist, wenn man sich das Ganze anguckt, ich ziehe mir das hoch, das ist auf, wo waren das? War das auf Insta? Ich weiß es jetzt nicht genau. Da ist die Curation Fee und zwar ist in diesem Curation Fee inkludiert Filterkaffee, Tee, dann ein Glas aufs Haus, also Hauswein in Rot oder Weiß und zwar zwischen 5 Uhr und 6 Uhr abends. Wenn du was machst tagsüber oder essen gehst, dann macht das ja auch keinen Spaß. Dann hast du Zugang zum Blink Fitness Gym, ein Pass pro Tag und du kriegst kostenloses Internet und jetzt kommt die Formulierung throughout the building, also im ganzen Gebäude. Das finde ich natürlich eine krasse Geschichte in der heutigen Zeit. Und was weiter geht's, Access to Good Behavior. Good Behavior heißt nicht, dass ihr euch gut benehmen müsst, sondern so heißt wohl die Eventfläche, die nennt sich dann Baring Private Events. Keine Ahnung. Und man kriegt dann ein Tokyo Bike X-Mate für eine for hire. Hire heißt immer noch mal Knete. Also das heißt, du hast dann die Erlaubnis, etwas zu mieten. Also du bezahlst eine Gebühr, um eine Gebühr zu zahlen, um etwas zu mieten. Und First Come, First Serve Pass. Also ist nicht garantiert. Und da würde ich ja ehrlicherweise mal sagen, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, das geht null. Das geht absolut null. Und ihr könnt unten auch in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Destination Fees oder solche Sachen einfach sinnvoll findet. Oder ob ihr solche Sachen macht, wie ein Kumpel von mir in Las Vegas gemacht hat. Da gab es auch diese Resort Destination Whatever Bullshit Junk Fees, ist ja der Name. Der hat zum Beispiel da stehen gehabt, er hat Zugang 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu einem Notar. Okay, dann ist er mal nachts um 2 zum Frontdesk gegangen und hat gesagt, wo ist der Notar? Konnte es natürlich nicht auftreiben. Hat gesagt, dann bezahle ich keine Destination Fee, er bringt ja nichts, was er versprecht. Und das ist halt wirklich das Problem, dass eigentlich Dienstleistungen, die selbstverständlich sind, ab einer gewissen Kategorie von einem Hotel dann nochmal zusätzlich mit irgendeinem komischen Gebühr belastet werden. Ich kann das natürlich verstehen, dass man versucht, da solche Sachen reinzubringen. Fluggesellschaften machen das ja auch mit den Gebühren. Ja, das wäre ein anderes Thema. Ich will das fast gar nicht aufmachen. Aber wenn man sich das dann anschaut, was da für Schindluder getrieben wird, warum kann man nicht einen Preis nennen? Nennt einen Preis, sagt, die Bude kostet $180 und Ende im Gelände. Dann weiß man, worauf man sich einlässt. Deshalb hasse ich ja auch irgendwelche komischen Telefontarife, wo nicht alles inklusive ist. Ich mache immer alles mit Flatfee, weil dann habe ich einfach keinen Bock. Auch wenn ich am Ende vielleicht mehr zahle, als ich, wenn ich alles einzeln nehmen würde. Aber ich habe halt dann Peace of Mind und habe da keinen Bock drauf. Ihr seid jetzt dran und habt hoffentlich Bock zu kommentieren. Like übrigens da lassen. Danke fürs Schauen. Das nächste Thema, was mir Kopfschmerzen bereitet, ist hier in Amerika diese Tipping Culture. Und wenn man mal überlegt, wie zum Beispiel beim Valet parken, du lässt das Auto kommen
Und dann musst du halt immer Geld geben. Man weiß auch gar nicht als Deutscher, was man gibt. 5 Dollar, 10 Dollar, 20 Dollar. Ja? Koffer schleppen, pro Tasche 5. What the F? Ich weiß es doch nicht. Also da muss man sich da mal überlegen, warum gibt es diese Tipping Culture? Die Tipping Culture gibt es, weil man eigentlich einen Service, der over the top ist, also wo jemand die Extrameile gegangen ist, wo jemand dir etwas gegeben hat, wo du sagst, wow, da muss ich sagen, das ist toll, oder im Restaurant. Und nicht diese Zwangsabgaben. In Restaurants gibt es ja mittlerweile auch Zwangstippings, oder wenn man auf dieses Rechnungsding guckt, steht dann unten zum Beispiel 18% sind so und so viel Dollar, 20% so und so viel, 22% so und so viel Dollar. Das heißt also, man erwartet schon 18 bis 22 Dollar Range auf eine Rechnung. Den Knüller hatte ich gehabt, wo ein fucking Automat mich gefragt hat, was ich zahlen möchte. Aerial Tramway in Palm Springs. Es kostet ja alleine schon 60 Dollar mit zwei Personen da hochzueiern, ja. Dann das Parken 15 Dollar, also das kostet alles Geld. Dann wartest du auf deine Tram eine halbe, dreiviertel Stunde und dann guckst du und holst dir Snacks und du checkst selber aus. Da fragt dich der Automat, ob du tippen möchtest. Der Automat. Da frage ich mich, Leute, ist das normal? Und da muss ich euch ehrlicherweise sagen, das finde ich nicht normal. Und warum auch beim Hotel mit einem Housekeeper? Die verdienen 73.000 Dollar. Warum soll ich bei 73.000 Dollar Gehalt tippen? Hier in Kalifornien gibt es Mindestgehalt. Gut, es ist an der Ostküste sieht es ein bisschen anders aus, das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Aber bei solchen Sachen, da muss man doch ehrlicherweise sagen, nee. Und ich muss doch mal ganz ehrlich sagen, wenn man, also ich denke mal, in Kalifornien, wenn man sich das anguckt, ich gehe es mit euch durch, ist es so, dass die Housekeepers haben dort einen ganz großen Zuwachs an Lohn und Gehalt, haben dann einen Gewerkschaftsvertrag, die sind unionized. In Vancouver, in Kanada sind sie ja auch rausgegangen. Und dann, das ist einfach das Problem, dass man da auch zusätzliche Kosten hat. Also das verstehe ich dann nicht bei 73.000, dass man da noch tippen muss. Und ich bin da fassungslos. Also dieses Tipping, das geht mir auf den Sack. Meine Auffassung ist, wie gesagt, Tipping ist halt wirklich etwas, wo man eine gute Leistung mit honoriert. Etwas über das Übliche hinaus. Und nicht etwas, wo man einfach zahlt, weil man zahlen soll. Und deshalb die Fragen des Tages dazu. Und zwar ist das so, wie seht ihr das Tipping in den USA oder Tipping grundsätzlich? Und vor allem, seid ihr der Tipper oder sagt ihr, nö, mache ich nicht? Da wäre ich mal gespannt, wie eure Meinung dazu ist am frühen Sonntagmorgen hier und schon abends bei euch um 7, wenn ihr das seht. Kanalmitglieder sehen das ja schon vorher. So, jetzt, nachdem ich wieder so einen kleinen Rant hatte und ihr merkt, ich habe mich da in der Rage geredet, habe aber eigentlich trotzdem einen tollen Aufenthalt gehabt, mit vielen Leuten hier getroffen, super Gespräche gehabt und vielen wieder zu Bankkonten und Kreditkarten verholfen. Das ist immer sehr, sehr rewarding, wie es im Englischen heißt. Haben wir jetzt ein Thema Allegris? Allegris, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Frankfurt Flyer hatte das Fass aufgemacht und er sagt, und ich zitiere: Eine Verspätung jagt die nächste Verzögerung bei Boeing und den Lieferanten der neuen Allegris Business Class von Lufthansa könnten dazu führen, dass es 2024 ab Frankfurt keine Flüge mit dem neuen Produkt geben wird. Lass das mal so sacken. 15 neue Dreamliner sollen kommen. 15. Aber die Dreamliner, die jetzt fliegen, das sind ja Dreamliner, die quasi, die Sprinter, die kommen ja, gehen ja weg. Ja. Und wer weiß, was bei Boeing passiert. Also damit ist halt wirklich die Frage, inwieweit die ersten Flieger eintreffen werden. Damit ist auch die Frage beantwortet, wer der erste Allegris-Flieger wird. Das sind 350er. Ohne First Class im ersten Moment, aber zumindest haben die eine Business Class. Ja. Wir wissen ja, dass anstatt der First Class Economy Sitze eingebaut sind. Und ja, also der erste 350er sollte ja auch schon letztes Jahr kommen. Deshalb hatte man ja im Januar oder Februar war es Event gemacht. Und ja, ich denke mal, dass das wirklich ein Problem ist. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, Lars, das ist wieder Clickbaiting, la 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 und Frankfurt Flyer und so weiter und dann und so. Aber ich persönlich finde es fast traurig, dass es so ist.
Ich will es nur kurz abhandeln, weil ich muss auch relativ schnell meinen Mietwagen abgeben, muss noch ein bisschen packen, noch einkaufen und den Lottoschein. Powerball hat fast 1 Milliarde Dollar. Muss man ja zumindest mal gucken, dass man rein potenziell hätte gewinnen können. Ihr seid auch ein Gewinn für mich, da ihr jeden Tag zuschaut. Dafür danke ich euch. Ich wünsche euch viel Freude bei Ostern. Muss gucken, ob ich die morgige Sendung mache. Ich werde morgen in Helsinki so gegen 16, 17 Uhr landen. Muss mal gucken, inwieweit ich da die Sendung hinkriege und das alles klappt. Aber ich freue mich auf eure Kommentare, auf euer Like, auf eure Kanalmitgliedschaft und als Dank von mir gibt es heute ohne Unterbrechung, nicht so wie gestern, die Abspannnummer. Also, bis dann, danke, ciao. Und hier ist er. Bis dann. Thank you.